Ich will verstanden werden. Versteht mich hier keiner? Verstehst du mich nicht? Warum verstehst du mich nicht? Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Wenn auch du gerne verstanden werden möchtest, solltest du dir unbedingt jetzt das neue Uncut-Video anschauen. Denn ich habe ein paar Gedanken zum Thema Verstehen, Verstanden werden, die an deinem Denken, an deinem Weltbild vielleicht ein bisschen rütteln könnten und das auf die beste Art und Weise. Also bleib dran. Und wenn du schon gerade dabei bist, lass ein Abo da, lass einen Kommentar da, ein Like da. Du hilfst dem Kanal, du hilfst mir ungemein damit. Und wer sich selber wünscht, unterstützt zu werden, könnte ja auch mal helfen, andere zu unterstützen. Oder wie siehst du das? Dankeschön. Also, fangen wir an. Ich bin gerade an einem sagenhaft schönen Ort, habe gerade ganz lecker Kaffee und Kuchen genossen. Und bin in einem Land, dessen Sprache ich nicht spreche, beziehungsweise es reicht, um Essen und Trinken zu bestellen, um mal einen netten Spruch zu machen. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten, wenn die Leute hier flüssig miteinander reden, verstehe ich quasi kein Wort. So, und da sagst du, naja, das ist ja im Ausland ganz normal. Lass uns doch mal heute reden in diesem Uncut über das Thema, ich möchte verstanden werden. Oder es tut so weh, wenn mich keiner versteht. Oder wenn mein Partner mich nicht versteht. Oder wie auch immer. Ne? Rede ich Kiswahili oder was? Ich habe die letzten Tage sehr intensiv nachgedacht. Über dieses, was bedeutet es eigentlich, verstanden zu werden? Also, verstanden werden hat für uns Menschen, und du kannst deine Gedanken ja gerne im Kommentar dazu da lassen, für mich hat dieses Verstanden werden immer ganz viel mit was Tröstendem zu tun. Ich bin ja jemand, der Menschen sehr viel beobachtet, sehr viel die Kommentare liest, ne? Ganz gerne auch von Leuten, die anonym kommentieren, weil die reden dann immer ganz frei von der Leber weg. Und ganz häufig kommt diese Wendung, oh, und ich dachte schon, ich wäre die Einzige. So, und dann hat es immer so was unglaublich Tröstendes, wenn man mit etwas, was man negativ empfindet, nicht die Einzige ist. Das ist zum Beispiel eine Art von verstanden werden und verstanden werden wollen, wo ich sage, die kreiert überhaupt gar nichts Gutes. Und ich würde mal sagen, wenn du bisher noch nie drüber nachgedacht hast, kein Ding, ist uns allen schon passiert, aber jetzt, wo du es mal gehört hast, könntest du ja tatsächlich drüber nachdenken, weil, wenn es dir nicht gut geht, und das ist das Gefühl, du bist die Einzige oder der Einzige mit dem Thema. Und dann kommt so eine Erleichterung, dass es da auch noch andere gibt. Dann heißt das, du wünschst dir, dass es andere gibt, denen es auch so geht wie dir. Und wenn das ein negativer Gefühlszustand ist, wünschst du dir, dass anderen Menschen auch so schlecht geht wie dir. Oder idealerweise noch schlechter, damit du dich besser fühlen kannst, dass dir ja nur ein bisschen schlecht geht. Weißt schon, was ich meine? Das kreiert genau was? Naja, im Grunde, wenn wir schon hier von wirklicher Schöpferkraft reden, im Grunde versuchen wir, Menschen mit dem gleichen Unglück wie wir oder noch schlechter zu manifestieren, zu kreieren, in unser Leben zu ziehen, sie sehen zu wollen, wie auch immer. Auf der Karma-Punkteliste, wenn du mich fragst, nicht ganz weit oben. Heißt das, ich verstehe das nicht? Doch, ich verstehe das schon. Ich will es bloß nicht mehr verstehen. Also, im Sinn von, für mich hat das aufgehört, ja, dieses, wie soll ich sagen, Menschen, die in einem Drama stecken, und das ist was ganz anderes als echter Schmerz, aber Menschen, die in einem Drama stecken, denen auch nur das Gefühl zu geben, ich verstehe sie, weil genau genommen Drama kann man nicht verstehen, weil es ein Fake ist, weil es eine Lüge ist. Wenn du im Drama hängst, hängst du an der Lüge fest. So oder so. Du kannst sogar sagen, aber das war genau so und das war ganz schlimm. Ja, schon. Mag ja alles sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich erinnere mich, der Dr. Joe hat mal so schön gesagt, Dr. Joe Dispenza auf dem Live-Vortrag, dass das mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass 50% die Hälfte, 50% der Geschichten, die wir uns erzählen über die Vergangenheit, wo wir sagen, doch, das war genau so, dass die Hälfte gar nicht stimmt. Weil wir anfangen, die Geschichten nach unserem Bild entsprechend umzuformen, damit es irgendwie kongruent wird in uns. Krass, oder? Ich glaube das sofort. Als ich das gehört habe, haben wir gedacht, ja. Das heißt, die Hälfte
von den vergangenen Dingen, wegen der wir rumheulen, die war ja nicht mal so. Oder die erschien uns nur so. Da kann man eh schon mal die Hälfte im Mülleimer werfen. Braucht man gar nicht mehr traurig sein oder gestresst sein oder wie auch immer. Und das andere ist, indem wir das immer wieder erzählen, holen wir es halt in die Gegenwart zurück. Und das macht ja auch wieder gar keinen Sinn. Dieses Festklammern an Dramen, dieses Festhalten an Dramen, ja, aber das war so schlimm. Ja genau, es war so schlimm. Indem du es jetzt erzählst, wird es jetzt gerade wieder schlimm. Und ich weiß, das ist ein Riesenfass. Und glaub mir, ich habe jetzt wirklich in den letzten 10, 15 Jahren, ich habe genug zu dem Thema gesagt. Ich weiß, jetzt gibt es wieder welche, die kommentieren wieder, ja, aber das ist dann so und so. Und das ist so disrespectful, wie du jetzt mit den Leuten hier umgehst. Oder du berücksichtigst das Trauma nicht und das nicht. Und was du da sagst, ja, was soll ich denn da sagen? Ich bin dreifach posttraumatisch belastet und was weiß ich, ja. Also das Interessante ist, egal wie es ist, und ja, ich laufe nicht in deinen Schuhen, aber du läufst ja auch nicht in meinen und hast eine Meinung zu mir. Ne? Das Interessante an diesen Geschichten ist, dass ich sehe, dass Menschen ihr Drama total oft verteidigen, mit Zähnen und Klauen. Das sind ja, du verstehst das nicht, bei mir ist das ganz schlimm. Ne? Statt dass man was sagen könnte, was, wenn sie recht hat? Also nicht, weil ich recht haben muss, aber man könnte ja mal sagen, was, wenn sie recht hat? Was, wenn ich tatsächlich mir selber mein Leben hier verhunze, weil ich etwas, was vor 15, 20, 40 Jahren stattgefunden hat, dauernd wieder präsent mache? Und ich bin keine Traumatherapeutin, okay? Ich bin überhaupt gar nicht dafür zuständig, schwerst traumatisierte Menschen aus dem Drama zu holen. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Also wenn du schwer traumatisiert bist und das hier hörst und das trifft dich und das verletzt dich, dann weißt du was? Sag einfach, doofe Nudel und schalt weg, weil ich bin gar nicht für dich zuständig. Da gibt es andere Leute, die für dich zuständig sind. Ich bin nicht für die Menschen, die schwere Therapien brauchen oder sowas. Null mein Zuständigkeitsbereich. Und euch kann ich gar nicht mit dem Fingerspitzengefühl, mit den Tools, mit dem Know-how abholen, wie ihr das bräuchtet. Also kein Grund, sich hier aufzuregen. Einfach sagen, ich bin an der falschen Adresse hier. Wegklicken. Next. So, wovon ich rede, sind die Menschen, die eigentlich kerngesund wären, wenn sie nicht geistig krank wären. Und zwar rede ich nicht von dem, was man sozusagen als Psychotherapeut klassifiziert hätte, ja, und diagnostiziert, sondern ich rede von diesen alltäglichen Geisteskrankheiten, denen wir unterliegen. Ne, wenn ich zum Beispiel einen Wutanfall kriege und mich in Rage irgendwie, sonst was. Ne? Das ist eine kleine Form von Geisteskrankheit, weil da steigern wir uns einfach in was rein, was, wenn wir es anders sehen würden, uns kein bisschen aufregen würde oder wenn das Ego nicht getriggert würde. Und da gibt es halt einfach so Dramen, die wir immer wieder abspulen. Und ich habe da kein Verständnis mehr dafür. Warum? Ich gebe da überhaupt gar keinen Raum mehr für sowas. Und wenn Menschen dann sagen, oh, du bist ja ein eiskalter Klotz, sage ich, kann man so sehen. Ich sehe es anders. Ich sage, ich tue all den Menschen, die da feststecken, einen riesigen Gefallen, weil ich mich nicht in ihre Geschichten einkaufe, weil ich das kein bisschen ernst nehme. Ich nehme keine Unwahrheiten ernst. Ich tue das einfach nicht mehr. Dafür stehe ich überhaupt gar nicht zur Verfügung. Warum? Es reicht doch schon, wenn einer ein Drama macht. Warum soll ich dann auch noch das Drama verstehen? Also ich verstehe, wie das sein kann, dass man in sowas feststeckt. Aber ich biete da keinen Raum an, das irgendwie noch auszubreiten und groß zu machen. Und ich muss es einfach nur mehr erzählen, was mein Großvater damals zu mir gesagt hat auf dem Jahrmarkt, als er mir den Lutscher nicht gekauft hat. Und deshalb kann ich heute zu Männern keine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und so. Oder diese Dramen der Gegenwart, ja? Also, mein Chef hat heute zu mir gesagt, sie sind nicht mehr so gut, wie sie waren. Und der versteht mich überhaupt nicht. Ja klar, versteht er nicht, weil er nichts weiß von deinem Privatleben, weil du ihm nichts erzählst. Und weil du aber meinst, obwohl du keinem irgendwas erzählst, soll ich trotzdem jeder verstehen. Also diese Dinge machen einfach überhaupt keinen Sinn, okay? So, dafür stehe ich überhaupt gar nicht zur Verfügung. Was soll das also mit diesem Verstehen wollen, verstanden werden wollen? Wir wollen, dass andere Menschen
wir sagen, wir nennen es verstehen, aber eigentlich wollen wir bei denen an der Energie, an der Aufmerksamkeit, an der Präsenz andocken und ein bisschen saugen. Und wir möchten, dass die uns die Flügeltüren aufmachen in ihren Raum. Wir sozusagen deren Raum betreten können, damit wir einen doppelt so großen Raum haben, uns jetzt ein bisschen zu suhlen. Ja? Ich zum Beispiel finde es total super, wenn ich auf dem Schlauch stehe und ich mit einem ganz tollen Menschen Zeit verbringe. Jemand, der schlau genug ist, mich da überhaupt nicht für voll zu nehmen und der mich idealerweise nicht versteht. Weil der selber von der Frequenz her so viel höher schwingt als ich, so viel anders denkt als ich, so viel größer, so viel visionärer, so viel erfahrener, wie auch immer, dass er vielleicht nur guckt und sagt, hä? Und so ein Hä verhilft mir dann dazu, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Moment mal, wenn dieser Mensch mich nicht versteht, dann heißt es nicht, dass dieser Mensch blöd ist. Es heißt einfach nur, vielleicht ich erzähle Blödsinn. Und ich will auch gar nicht, dass der anfängt, mich zu verstehen und auf mich einzugehen und so weiter. Ne? Das Beste, was da jemand tun kann, ist zu sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber wenn du fertig bist, damit kannst du wieder kommen. Und das klingt für viele extrem hart und harsch. Ich weiß schon, je nachdem, wo man steht. Wenn man noch an dem Punkt im Leben ist, und nochmal, ich mache mich hier über nichts lustig, ich sage nur, in der Welt, wo ich bin, ist es halt anders. Wenn man noch an dem Punkt steht, dass man wahnsinnig viel, ich muss ganz viel innere Kindarbeit machen, ich bin so verletzt und mir tut so viel weh und ich brauche jemanden, der mir innere Kindarbeit macht, dann tu das. Ich, falsche Adresse, okay? Das hat alles seine Zeit, das hat alles seine Berechtigung. Das habe ich schon alles ausprobiert und gemacht und getan und oh Gott. Wenn ich heute zurückdenke an das eine schamanische Seminar, was ich damals gemacht habe, also was man im Westen so unter Schamanenschalter versteht, ja. Als ich da lag, schreiend vor Schmerz, ja, als die da in meinem Chakra gerührt hat und was weiß ich, ne? Ein Drama! Also ich weiß echt, wie Drama geht, ja? If you want to learn how to do drama, ask my past self. Also wirklich, dann, also mein vergangenes Ich kann dir alles über Drama erzählen, wie das geht und wie man da schreien und leiden muss. Und, ja, gut. It's over. Das ist einfach vorbei. Ich habe da kein Interesse mehr dran. Heißt das, dass ich nicht manchmal noch ein Drama fabriziere? Kann schon sein. Aber ich merke das dann ziemlich schnell, weil die Frequenz ist einfach bescheuert. Und noch bescheuerter ist es, andere damit reinreißen zu wollen. Zu sagen, verstehst du mich nicht? Nochmal, wenn du dazuhörst, wenn du ein wirklich schlauer, wacher Mensch bist und wir uns irgendwann begegnen und ich mache Drama, dann tu mir Gefallen und versteh mich bitte nicht. Versteh mich einfach nicht, ja? Weil wir müssen solchen Unfug überhaupt gar nicht verstehen. So, was passiert jetzt, wenn ich in meinem Drama nicht verstanden werde? Menschen sind unterschiedlich, okay? Du würdest vielleicht eine andere Strategie wählen als ich. Aber ich erzähle einfach von mir und mache dir damit ein Angebot. Wenn du mit meinem Angebot was anfangen kannst, mach was draus. Wenn du es nicht willst, lass es einfach, okay? Aber es gibt keinen Grund, dass du sauer oder wütend wirst deswegen. Dann hat es nichts mit mir zu tun. Dann nutzt du mich halt als Projektionsfläche. Kannst auch machen. Bin ich schon gewohnt. Geht mein Leben lang so. Also. Ich bin in diesem Land hier, dessen Sprache ich nicht spreche. Und wir können es noch schlimmer machen und sagen, ich bin in einem Land, wo ich keinen Brocken kann, keinen guten Morgen, kein gar nichts. Und solange ich nichts will von diesen Menschen, solange ich keine Hilfe brauche, ist es interessanterweise überhaupt kein Problem. Also für mich nicht. Ich kann gut allein sein, ich habe da keine Schwierigkeit. Jetzt gehen wir mal zu den Momenten, wo ich, keine Ahnung, ich knicke um, ich bräuchte einen Arzt und versuche jetzt den Leuten klarzumachen, dass ich einen Arzt suche. Spreche aber die Sprache nicht. Ich werde nicht verstanden. Ich sage zu denen, ich brauche einen Arzt, ich habe Schmerzen, wie auch immer. Die verstehen mich nicht. Was mache ich jetzt? Niemand versteht meine Sprache.
Und nein, ich habe auch die Sprach-App nicht da. Ich habe kein WLAN, kein gar nichts. Niemand versteht meine Sprache. Was würde ich tun? Ich würde zum Beispiel unglaublich viel gestikulieren. Das heißt, ich würde auf eine Sprache zurückgreifen, die Menschen immer verstehen, egal was ihre kognitiv gelernte Sprache ist. Ein schmerzverzerrtes Gesicht auf den Fuß zeigen, ja, irgendwie Tatü, was immer das ist, keine Ahnung, ne? So, da kennt dann schon mal einer auf die Idee zu sagen, ach, die braucht einen Arzt. Was aber, wenn es dann nicht mal geht mit Schauspielern, sondern wenn es wirklich was gibt, wo ich sage, ich muss kommunizieren und mir fällt auch keine Geste ein, keine Mimik ein, und glaub mir, aus viel Reiseerfahrung sage ich dir, Gestik und Mimik, Körpersprache bringen dich sehr, sehr weit, sehr weit. Du kannst ganze lustige, verbindende Unterhaltungen führen mit Menschen, deren Sprache du nicht sprichst, weil es ist total cool, wie gut Menschen sich verstehen, wenn sie sich eigentlich nicht verstehen. Es ist wirklich, also vielleicht soll ich doch mal ein Video darüber machen, aber das ist wirklich so. Weil diese ganzen Spitzfindigkeiten, die irgendwie nur in diesem gesprochenen Wort Platz haben, die gibt es da einfach nicht. Ne? Man beschränkt sich auf das Wesentliche von Herz zu Herz, ne? Und dann funktioniert das. Aber zurück zum eigentlichen Problem. Keiner versteht mich. Keiner spricht meine Sprache. Ich spreche deren Sprache nicht. Jetzt sprechen die alle eine Sprache. Nur ich spreche die nicht. Gehe ich jetzt in dieses Jammertal? Oh Gott, keiner versteht mich. Oder sage ich, okay, Fakt ist, keiner versteht mich. Ich brauche Hilfe. Ich habe ein Problem. Ich werde ihre Sprache lernen müssen. Ich werde anfangen müssen, sie zu studieren, ihnen zuzuhören. Und glaub mir, auch das habe ich schon vielfach getan, dass ich allein durch Zuhören und Beobachten Brocken aus einer Fremdsprache aufgepickt habe. Und sei es nur, dass du ein paar Mal beobachtest, was die Leute zueinander sagen, wenn sie sich begegnen, weil dann hast du ziemlich fix raus, was Hallo, wie geht's dir oder sowas heißt. Und was man dann drauf antwortet. Nur vom Beobachten. So, das heißt, ich kann Schritt für Schritt deren Sprache lernen. Was bedeutet das für mein Beispiel? Es bedeutet, wenn ich den Dramenkönig, die Drama-Queen, nicht verstehe und ich selber biete aber erfüllt sein, fröhlich sein, glücklich sein an, dann kann dieser Mensch, der sich unverstanden fühlt, entweder in seinem Sumpf versinken und zugrunde gehen und vor Selbstmitleid ersticken, oder er kann irgendwann sich mal kräftig schneuzen, sich am Riemen reißen und sagen, gut, wenn mich keiner versteht, wenn keiner meine Sprache spricht, wird es vielleicht Zeit, dass ich deren Sprache lerne. Übersetzt, vielleicht wird es Zeit, dass ich aufhöre zu jammern, wenn meinem Jammern keiner zuhört. Und vielleicht finde ich Anschluss an die Menschen, wenn ich aufhöre zu jammern und stattdessen mit ihnen lache oder freundlich grüße oder nicke. Und was passiert, wenn keinen das Jammertal zum anderen runtersteigt, muss er hoch. Oder wie gesagt, die Alternative, man kann natürlich auch im Selbstmitleid zugrunde gehen. Und ja, ich weiß, jetzt sind wir an dem Punkt, es gibt Menschen, die brauchen Hilfe, die brauchen einen Mittelsmann, einen Dolmetscher. In diesem Bild würde das einfach heißen, jemand, der nicht die Kraft hat oder wie auch immer das zu tun. Ja, aber nochmal, nicht das, worüber ich hier spreche, okay? Also frage ich dich jetzt mal als Fazit, ist es wirklich der heilige Gral, immer verstanden zu werden in unserem Dramengesuhle? Meinst du nicht, dass es vielleicht Zeit werden könnte, dass wir alle mal ein Stück weit mehr drauf pfeifen, in unserem mir geht's so schlecht verstanden zu werden und stattdessen zu verstehen, selber zu verstehen, dass es für uns und alle Beteiligten viel sinnvoller wäre, die Sprache der Zufriedenheit, des Glücklichseins, der Erfüllung, von mir aus der Erleuchtung zu lernen. Die Schnute einfach mal in die Kellerkiste zu packen und sie durch ein Lächeln zu ersetzen.
Und ich weiß, dass das manchmal schwer ist. Ich weiß. Ich bin momentan sehr erpicht darauf. Also meine momentane Übung ist, wenn ich wegen irgendwas dazu neige, üble Laune zu kriegen. Und glaub mir, das Hotel, das sogenannte 5-Sterne-Hotel, wo ich jetzt gerade bin, bietet mir da jede Menge Möglichkeiten. Ja? Weil ich weiß nicht, wann die 5 Sterne hatten. Ich glaube in den 80ern. Aber ja, eigentlich müsste mit dem Putz müssten auch schon 2 Sterne runtergebröckelt sein. Ist ja egal. Also würden Sie sagen, Sie sind ein 3-Sterne- oder für mich das 4-Sterne-Haus, würde ich da diese Maßstabe gar nicht anlegen. Aber die liegen selber, die Latte so hoch. Und dann sage ich halt, ihr seid von 5 Sternen 2 entfernt. So, das kann man feststellen. Man kann auch sagen, wie kann man in einem 5-Sterne-Hotel eine Wand notdürftig reparieren, indem man über die hässlichen Stellen mit einer anderen Farbe drüber pinselt und sowas, weißt du? Das kann ich feststellen und ich kann auch feststellen, dass das so einem Hotel einfach unangemessen ist. Ist es halt einfach. Das ist ein Sachverhalt. Interessant wird's, wenn ich anfange, mich drüber aufzuregen. So, und da bin ich gerade sehr an mich am Trainieren, immer wenn das kommt. Das ist ja wie so ein Reflex, kennst du ja wahrscheinlich auch. Dieses, also, und dann höre ich mir so zu und sage immer, stopp, Geschichtenalarm. Andere Geschichte, sage ich dann. Immer im Kopf meine ich das alles, andere Geschichte, andere Geschichte. Und ich fange an, mir eine Geschichte zu erzählen, mit der ich mich gut fühle. Und je öfter du das trainierst, umso leichter fällt es dir, umso schneller fällt dir auch auf, wenn du wieder in eine negative Schwingung gehst und kannst immer schneller, noch schneller, noch schneller wechseln, weil alles, was schlechte Laune macht, sind schlechte Geschichten. Wir sind begnadete Geschichtenerzähler. Begnadete Geschichtenerzähler. Menschen waren schon immer Geschichtenerzähler. Menschen haben es schon immer geliebt, am Lagerfeuer zu sitzen und jemandem bei den Geschichten zuzuhören. Ja? Ist auch heute noch so. Jeder Hollywood-Film erzählt eine Geschichte. Menschen lieben Geschichten, Geschichten. Das Marketing hat das Storytelling schon lange für sich entdeckt. Ja? Nicht einfach nur sagen, Humperdingers Bier, sondern einfach zu sagen, okay, wir erzählen eine Story vom Typen, der völlig fertig nach Hause kommt, ja, und keiner versteht ihn und so weiter. Ja, und dann macht er den Kühlschrank auf und dann steht da leuchtend grün dieses Bier und er atmet durch und na, unser Bier versteht ihn und so weiter. Ne? So, also Storytelling. So, und Storytelling ist super. Wir sollten das nutzen, dass wir Geschichten erzählen, nur wir sollten halt aufhören, uns die Kackgeschichten zu erzählen in unseren Köpfen und stattdessen diese Fähigkeit nutzen, um uns einfach nur noch gute Geschichten zu erzählen. Macht echt gute Laune. Und ich habe gerade gestern ein Video gemacht für meine I Am Beautiful Gruppe, wo ein Mindset-Teil um die Sucht nach Leiden geht. Weil es gibt durchaus auch Bereiche, wo wir gar keine Lust haben, gute Laune zu haben, weil uns dieses schlecht drauf sein oder mürrisch sein oder grantig sein oder wie auch immer viel zu viel Vorteile verspricht. Oder, Achtung, mein Lieblingssatz. Ich bin halt so. Das ist mein Lieblingssatz. Ich bin halt so. Gut, also ich merke schon, ich könnte immer mich verästeln von den einzelnen Themen ausgehen. Ich glaube, die Botschaft ist da. Ich habe eh schon da, was sehe ich, 23 Minuten bei Uncut heute geplaudert. Ich hoffe, es waren für dich immer gute Gedanken dabei. Du kannst deine Highlights mal in den Kommentar schreiben, dann haben die anderen auch was davon und du selber merkst es vielleicht auch besser, wenn du es nochmal aufschreibst. Verewigst. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich schaue jetzt, dass ich wirklich auf den Kanal auch wieder mehr Inhalte drauf gebe, nicht nur im Hintergrund für die Produktion. Und damit grüße ich dich heute von hier. Jetzt sehen wir noch mal kurz. Seht zwar nichts. Naja, wie mir halt so aussieht. Ne? Schön. Und mir knallt die Sonne ins Gesicht. Also, alles, alles Liebe. Tschüss.